Der Weltcuport Zauchensee war Schauplatz einer Veranstaltung des Salzburger Landesskiverbandes. Im großen Saal der Alpin Arena hielt er seine Jahreshauptversammlung ab. Neben den obligaten Berichten und Abläufen war die Wahl des neuen Präsidenten und seiner Vizepräsidenten ein Höhepunkt dieser Versammlung. Auf demokratische Weise wurde von den Delegierten aus den drei Kandidaten der neue Präsident gewählt. Über 700 Delegierte aus dem ganzen Land Salzburg kamen nach Zauchensee zur Jahreshauptversammlung des Salzburger Landesskiverbandes. Damit verbunden war die Wahl des neuen Verbandspräsidenten. Als Kandidat stellten sich Michael Walchhofer, Bartel Gensbichler, beides ehemalige Alpinrennläufer, und Ernst Kröll, Salzburger Landespolizeikommandant und ehemaliger Skisprungsportler. Salzburg hat das Riesenglück, dass wir auswählen können unter mehreren Präsidenten. Jeder von den dreien ist ein Spitzensportler gewesen. Jeder von den dreien hat Erfahrung im Skisport. Die Wahl fiel auf Bartel Gensbichler, der sich der Situation des Verbandes und der Zukunft des Skisports bewusst ist und auch Maßnahmen ankündigte. Es ist so, wir werden in der nächsten Zeit im Budget ganz schnell arbeiten müssen, weil das ist eng, das wissen wir. Ich werde nicht im Sport sparen, wenn es zum Sparen wird, sondern alles andere, was nicht zurzeit nicht wichtig ist. Dann geht es natürlich um eins, ich will sofort mit Konzepten schauen, wie bringen wir die Kinder vom kleinsten Alter weg, von der Playstation, vom Tibern, von dem Wohnzimmer auf den Schnee, ganz egal in welcher Wintersportart. Weil da liegt das Fundament, das wir brauchen, dass wir oben Weltklasse-Leute kriegen. Mir ist schon klar, der neue Präsident hat Erwartungen und wir alle wissen, was wir am Skiverband in Salzburg haben. Der Salzburger Landesskiverband ist der erfolgreichste Verband Österreichs. Wenn man sieht, von wo die Olympiateilnehmer herkommen, wenn man sieht, wer mit Medaillen zurückkommt, dann sind es fast immer Sportlerinnen, Sportler, die auch aus Salzburg kommen. Und da ist mir schon klar, dass wir auch gefordert sind. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder wieder in den Schnee kommen. Ganz wichtig wäre, dass die Schulskikurse wieder aktiviert werden. Und der Bartel Gensbichler wird sicher als Skilehrer dafür sorgen, dass Skifahren wieder weiterhin sich so positiv entwickelt. Neben dem langjährigen Vizepräsidenten Karl Fotucek agieren künftig in dieser Position auch die ehemalige Rennläuferin Brigitte Obermoser und der Bauingenieur Michael Brandauer. Außerdem wurde noch der Aberseher Helmut Gassner ins Präsidium gewählt. Dass Skifahren, egal ob Profi- oder Freizeitsportler, nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch der Motivation ist, weiß Brigitte Obermoser und ist sich bewusst, dass das eine ganz wichtige Aufgabe des Landesskiverbandes ist, dass man nicht nur auf den Spitzensport schauen, sondern unten einmal eine große Breite auszubringen, damit die Spitze dann auch wirklich passt. Wer ist jetzt wirklich talentiert, wen interessiert es wirklich weitermachen. Aber die ganzen Studien einfach, die zeigen, dass die Kinder immer weniger Sport lernen, immer mehr vor den Computer sitzen, vor dem Fernseher sitzen und so weiter. Die kehren einfach animiert. Und ich denke, egal was sie machen und ob sie dann auch weiter Spitzensport machen, ist egal. Hauptsache sie lernen einmal Sportarten und dann freut es sich auch weiter, Sportarten zu machen. Und der scheidende Präsident Alex Rainer schwelgt in Erinnerungen. Einer der schönsten Augenblicke war seinerzeit 1976, wenn wir mit der Gitte Totschnig seinerzeit bei Olympia die Silbermedaille gemacht haben, wenn wir in dem Jahr den Gesamtweltcup in der Abfahrt geholt haben. Also das waren sicher Momente, wo ich selber sehr stark beteiligt gewesen bin. Aber es waren einfach die anderen Erfolge, die wir gehabt haben, die waren immer schön. Ich meine, wenn man sieht, wenn man vom Schülertrainer bis zum Weltcupläufer hinaus das mitbegleiten kann. Also das waren sicher Zeiten, die ich nicht missen möchte. Alex Rainer war 19 Jahre lang Präsident des Landesskiverbandes. Mehr als 100 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympiaden und mehrere Staatsmeistertitel errangen Salzburger Sportler in dieser Zeit. Bereits 1970 bei der WM in Gröden war Alex Rainer Betreuer der Herren-Nationalmannschaft des ÖSV. Für seinen Einsatz um den Sport bekam er das goldene Verdienstzeichen des Landes Salzburg verliehen. Und eines versprach er. Mir wird es nicht fad. Ich werde im Skisport in einer anderen Form erhalten bleiben. Und das, glaube ich, ist sehr positiv. Da bleibt uns vom RTS nur mehr eines zu sagen. Danke, Alex.